Hi Leute, willkommen zurück zu Elden Ring und wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wie verbessert man Geister im Allgemeinen? Denn das sind wirklich relativ starke Aufrufe, die ihr auf jeden Fall dabei haben solltet. Und entsprechend könnt ihr diese auch noch verbessern. Ich zeige euch heute, wie ihr die verbessern könnt und vor allem, wo ihr die verbessern könnt und welche Materialien dafür benötigt werden und wo ihr diese auch findet. Fangen wir also mal an mit den Geistern. Das ist ja relativ simpel. Ihr habt hier Geister, die ihr entsprechend ausrüsten könnt. Einfach unten hier im Inventar. Da gibt es verschiedene Geister, die ihr in der Welt von Elden Ring finden könnt. Ich habe jetzt hier schon ein paar zusammen. Die kosten natürlich FP-Kosten, also Mana quasi. Und ich selber kann davon gar nicht so viele herbeirufen, weil ich einfach noch zu wenig Mana habe. Natürlich, weil ich ein Krieger bin. Und da macht es dann nicht ganz so viel Sinn. Aber die Geister könnt ihr herbeirufen, wie zum Beispiel ihn jetzt hier mit der Geisterglocke, die ihr ganz am Anfang bekommt. Wenn ihr noch keine Geisterglocke habt und wirklich noch Einsteiger seid, schaut mal in der Beschreibung, da gibt es nochmal einen Einsteigerguide zu den Geistern. Und ja, diese Geister könnt ihr herbeibeschwören, sind quasi ähnlich wie Waffen auch, denn die können nämlich auch abgegradet werden. Und jetzt zeige ich euch mal, wo man die upgraden kann. Und zwar geht ihr dafür in die Tafelrunde. Und da gibt es jemanden, der die Geister verbessern kann. Wir gehen hier in die Tafelrunde. Und sicherlich habt ihr schon mal hier diese junge Dame gesehen, die hier am Kaminfeuer sitzt. Und ja, ich sag mal so, sie kann eigentlich Geister verbessern. Jetzt ist die Frage, wie macht sie das am besten? Oder wie bekommen wir sie dazu, die Geister zu verbessern? Dazu müsst ihr erstmal zum Schmied gehen und mit dem Schmied über sie reden, quasi. Geht jetzt einfach hier zum Schmied. So, und dann wählen wir hier aus über Roderica. She has a gift for spirit tuning. I saw another one like her long ago. Their eyes share the same hue. No, don't read too much into it. Well, no grudge against you. My being a prisoner is no fault of yours. Besides, I don't mind smithing. Despite my differences, the weapons get stronger all the same. Even time. Technique never fails. Besides, it helps me forget. The sheer terror of her. So, jetzt haben wir also den Dialog mit ihm abgeschlossen. Und jetzt ist es so, dass sie später Geister verbessern wird. Wir sprechen jetzt nochmal mit ihr. Sie sucht noch nach ihrer eigenen Bestimmung. Erzählt ihr, was der Schmied gesagt hat. Goodness knows it would be my first. I suppose I should try to hone it, shouldn't I? I'll ask Master Hugh to teach me. Certainly he does appear intimidating and holds no love for us tarnished. But I know he's trapped here at the Round Table Hold. So I can tell. He's a gentle soul underneath it all. If I do have a talent for spirit tuning, and goodness knows that would be a surprise. I suppose I should try to hone it, shouldn't I? I'll ask Master Hugh to teach me. So, wir drücken also so lange mit ihr reden, bis der Dialog beendet ist. Jetzt ist er beendet, jetzt sagt sie nochmal das Gleiche. Und ja, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt quasi hier raus, vertreiben uns die Zeit. Das können wir irgendwo machen. Gehen wir an irgendeinen Checkpoint. Zum Beispiel hier Hütte am Sturmhügel. Da gehen wir jetzt mal hin. So, jetzt sind wir hier. Vertreiben uns einfach mal die Zeit. Und ja, vielleicht bis zum Morgen. Das müsste eigentlich schon reichen. Also einmal komplett rum.
Und jetzt können wir wieder zurück in die Tafelrunde gehen. Und dann sollte sie das eigentlich gelernt haben, von dem Schmied Geister zu verbessern. So, jetzt sprechen wir noch mit ihr. Ja, hat noch nicht geklappt. War also noch zu wenig Zeit vergangen. Wir reden auch nochmal mit dem Schmied zur Sicherheit, falls er noch einen neuen Dialog hat. Hat er aber eigentlich nicht. Sprechen wir noch mit ihm. Ah, doch, jetzt können wir nochmal hier über Roderica. Würdet ihr Roderica wachen? Who'd stay with an ugly brute who only knows how to smith? Absurd. Besides, she'd never agree to it. I will Sie will es so. It. I don't doubt you, but I know when something's too good to be true. So, jetzt gehen wir nochmal zu ihr zurück. Sprechen mit ihr auch nochmal den Dialog. Sie hat keinen neuen Dialog mehr. Jetzt reisen wir nochmal in die Welt. Etwas umständlich natürlich, um sie dazu zu bewegen, Geister zu verbessern. Aber das kommt gleich. Keine Angst. So, wir graden. Ich sag schon, wir graden das nochmal ab. Wir schlafen nochmal hier eine Runde. Beziehungsweise vertreiben uns die Zeit. Bis zum Morgen oder bis zum Nacht machen wir jetzt mal. So, da ist ordentlich was umgegangen an Zeit. Und jetzt reisen wir einfach wieder in die Tafelrunde. Da sollte sich dann wieder eine neue Szene ergeben haben. Genau. Jetzt ist sie nämlich hier verschwunden. Ist also nicht mehr da. Ist weg. Und sie ist jetzt hier in der Tafelrunde und hat da ihren eigenen Stand quasi aufgebaut. Hier sitzt sie auch schon. Good to see you again. Thank you very much. I have you to thank, don't I? For persuading Master Hugh. I can happily announce that he has taught me the noble toil of spirit tuning. I'm as yet unsure of what I might be able to accomplish. But if I might be able to help you all, I'd certainly like to try. And if there's any chance to ease the suffering of my dear men who were grafted, well, I certainly must try. Roderica, the Spirit Tune Apprentice. Pleased to make your acquaintance. So, und hier könnt ihr die Geistereinstimmung machen. Geistereinstimmung. Im Menü Geistereinstimmung könnt ihr mit Runen und Gräber Alilien Geister verstärken, die ihr aus Asche herbeiruft. Um Geister mit Eigennamen zu verstärken, braucht ihr Geister Alilien. So, und hier können wir den Geist jetzt zum Beispiel verbessern. Oder auch hier andere Geister. Dafür brauchen wir Geister Alilien. Ich zeige euch jetzt gerade mal kurz nochmal die Verbesserung. Ich nehme mal schnell eine Rune. Ja, nehmen wir mal die, die müsste genug geben. 4000. Und hier können wir jetzt also die Geister genauso wie Schwerter verbessern quasi und dann entsprechend upgraden. Das mache ich jetzt mal mit diesen U5 Wanderlinge, die finde ich immer sehr gut als Ablenkung. Und dann können wir die hier jetzt so verstärken wie auch die anderen Schwerter und Äxte und alles andere. So, jetzt ist natürlich die gute Frage, wenn wir diese Geister-Alilien, woher bekommen wir die eigentlich? Vielleicht habt ihr schon welche eingesammelt, vielleicht noch nicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, woher bekommen wir diese Geister-Alilien? Das ist eigentlich relativ einfach, denn die gibt's in fast allen Dungeons. Heißt also Gräber, Dungeons oder ähnliches. Dort findet ihr immer die Geisteralilien und das ist tatsächlich eine Blume, also eine Pflanze, eine ganz normale Pflanze, die ihr da finden könnt. Und die gibt es in allen möglichen Dungeons. Jetzt habe ich natürlich schon die meisten Dungeons fertig gemacht, aber hier zum Beispiel Katakomben am Wegesende,
Da gibt es die Hauf zuhauf. Oder auch in Sifora. Oder auch in allen möglichen Dungeons. Und hier haben wir was. Grabpfeilchen. Das ist es nicht. Das ist so. Diese Geisterlilien sind so weiß. Die leuchten auch so ziemlich weiß. Und mal gucken, ob wir hier noch eine finden. Maybe. Sieht aber tatsächlich nicht so aus. Die sind hier schon überall immer verteilt. Und die könnt ihr dann entsprechend einfach einsammeln. Es sind wirklich nur Pflanzen, also Blumen. Verpasst die also nicht. Nicht, dass ihr denkt, oh, was ist denn das für ein komisches Material? Brauche ich ja eigentlich eh nicht. Das sind diese Geister-Alligien, die ihr einsammeln müsst. Das sind halt wirklich solche Blumen. Und wie gesagt, die findet ihr echt in jedem Dungeon. Also könnt ihr euch da einfach mal umschauen. Das ist jetzt wieder ein Grabpfeilchen. Ja, hier in dem Dungeon gibt es jetzt leider keine mehr. Die habe ich wahrscheinlich schon alle mitgenommen. Aber ich gucke natürlich jetzt gleich gern nochmal. Also immer in Dungeon danach gucken, wo diese Blumen sind. Wo haben wir denn vielleicht noch einen Dungeon? Wir könnten noch mal hier in der verlassenen Höhle gucken, damit ich euch zumindest schon mal eins zeigen kann. Aber die könnt ihr eigentlich nicht verpassen. Na, hier wird es nicht sein. Die Höhle ist schon ein bisschen zu heftig. Aber vielleicht finden wir noch eine. Erdschundhöhle, gucken wir hier noch mal rein. Die sind wirklich immer bei so Grabstätten, Höhlen und Dungeons quasi. Da sind die immer versteckt. Und haben wir Nähe, hier ist ein Moos. Okay, fast runtergefallen. Vielleicht können wir hier noch was finden. Also in so dunklen, feuchten Gebieten, Orten, da sind diese Alilien immer versteckt. Jetzt nehmen wir hier nochmal eine Laterne an. Aber wenn ihr die Dungeons findet, dann könnt ihr eigentlich davon ausgehen, dass ihr dort auch entsprechende Alilien findet, Geisteralilien, und damit eure Geister verstärken könnt. Es gibt jetzt keinen gewissen Ort, nicht dass ich wüsste, wo man die irgendwie kaufen könnte. Und ja, schaut hier einfach mal durch die Dungeons durch. Leider kann ich euch jetzt kein Beispiel zeigen, weil ich die natürlich auch immer schon alle mitnehme und abernte. Weil es halt erst relativ wichtig ist. Aber wie gesagt, die sind immer hier in diesen großen Dungeons, unterirdischen Dingen hier. Gucken wir mal, hier vielleicht ist noch eine drin. Na, sieht nicht so aus. Ich habe tatsächlich schon alle abgegrast. Was haben wir hier noch? Glühwürmchen. Nee. Hier werden wir nichts mehr finden, glaube ich. Hier könnte noch was sein. Ne, ist leider auch nichts mehr. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen schade, dass ich euch jetzt keine dieser Blumen zeigen könnte, aber es sind halt tatsächlich Blumen, die ihr dann finden könnt. Auch hier bei so Ruinen. Ja, wir können noch mal hier Friedhof des Gestrandeten. Da können wir eigentlich auch noch mal reingucken. Das ist ganz am Anfang der Friedhof. Da können auch in dem Dungeon sind immer eigentlich solche Geisterlinien. Hier können natürlich auch noch mal welche sein, vielleicht. Schau da noch mal rein. Sieht aber tatsächlich nicht so aus, als wäre hier was vergessen worden. Nee. Aber gut, Leute. Ihr wisst auf jeden Fall jetzt, wo ihr die findet, wie ihr diese Upgrades freischaltet, so dass die junge Dame euch diese Upgrades machen kann. Und wie gesagt, Geisterlinien habt ihr mit Sicherheit schon welche im Gepäck. Und wenn ihr solche finden wollt, geht in die Dungeons. Dort findet ihr auf jeden Fall welche.
und könnt dann entsprechend eure Geister verbessern. Ich hoffe, es hat euch schon mal geholfen. Wenn ich nochmal einen Dungeon finden soll, wo relativ viele sind, mache ich euch dazu gerne nochmal ein Video. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Würde mich auf jeden Fall freuen und klickt gerne mal auf die Glocke, wenn ihr Bock habt. Hinterlasst ein Abo und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Adios, euch noch viel Spaß. Ciao, ciao.